wir von John Müller sind im VDE, weil wir schon seit über 100 Jahren für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit von elektrischen Produkten stehen. John Müller steht für sicherungsbehaftete Schaltgeräte, für Kabelverteilerschränke, Anwendungen und auch für Elektronik. Das bedeutet, wir sind im Wesentlichen in der Niederspannung unterwegs. Wir bieten Lösungen an im Haus, in der Industrie, im Schaltanlagenbau, aber auch bei den Netzversorgungsbetreibern und starten da halt von dem Einzelgerät bis hin zu einer kompletten Anlage, die immer mehr auch in Elektronik geht. Da sind wir zu Hause und da bieten wir unseren Kunden ein rundes Portfolio an. Wir sind stolz darauf, dass wir eine sehr hohe Fertigungstiefe haben, die uns in vielen Phasen auch immer wieder geholfen hat. Und es startet halt, dass wir auf der einen Seite mit dem Kunststoffbereich anfangen, wo wir selber einen Werkzeugbau haben, wo wir selber die Kunststofffertigung machen, geht weiter in den Metallbereich bis hin zu der Montage von den Schaltgeräten, die wir dann halt hier im Versand bis zum Versand fertig machen und ausliefern. Was man hier sieht, ist einmal das klassische Schaltgerät, sicherungsbehaftete Schaltgerät, wo wir herkommen, wo wir auch stolz sind, schon seit vielen, vielen Jahren im Markt sehr gut positioniert zu sein. Was jetzt neu hinzukommt, ist eben die Elektronik, die im Endeffekt die Intelligenz ergänzt zu dem Gerät und dieses Gerät auch im Netz für andere sichtbar macht. Und das hat es früher halt nicht gegeben. John Müller ist seit über 100 Jahren im Geschäft. Wir stehen für Qualität, für Sicherheit, aber auch für Innovation. Und das geht nur, wenn man ein Netzwerk mit starken Partnern hat, wenn man aber auch Rahmenbedingungen hat, in denen wir uns sicher bewegen können. Und das alles ist für uns die Partnerschaft mit dem VDE, weil ohne den VDE hätten wir dieses Netzwerk, diesen Rahmen gar nicht. Und der bringt uns überhaupt erst in die Lage, schon so lange innovativ unterwegs zu sein. Die Energiewende stellt gerade an die Elektrotechnik sehr große Herausforderungen. Und gemeinsam mit dem VDE möchten wir diese Herausforderung annehmen, durch innovative und technisch hochwertige Produkte begleiten und auch mitführen und bestimmen. Auf der anderen Seite muss unser Ziel aber auch sein, die Klimaziele zu erreichen. Und da wollen wir auch unseren Beitrag zu leisten.